Servus alle miteinander. Ich darf euch heute recht herzlich dazu begrüßen zu meinem ersten Farmvlog. Ich bin jetzt momentan auf einem Betrieb zum Grillfahren. Ja, mit einem Deutz 7250 DDV und einem 16 Kubik Eckertpass mit 15 Meter Schleppschuhverteiler. Der Bulldog hat GPS mit RDK. Wir setzen das auch ein, also was eigentlich für eigentlich recht praktisch ist, wenn man in so hohe Bestände fahren wird, wie es auch da gerade. So, jetzt klappen wir die ganze Sache mal aus. Dann müssen wir den Schnelllenkmodus einschalten. Und jetzt findet er seine eigene, diese ganze Spur. Da auf dem Bildschirm zeigt es alles an. Dann müssen wir den Verteiler runterlassen. Schieber auf. Zapfwelle ein. Drehzahl geben. Tempomat 1. Ja, und dann hat es jetzt das GPS wieder ausgeschalten. Und jetzt haben wir es wieder eingeschalten und jetzt funktioniert es. Und jetzt haben wir beide Hände frei. Wenn wir jetzt da wegen am Hang sind, ist es besser, man spart am fast die Lenkachs. Nicht, dass es mal nach unten abrutschen wird. Ja, das war eigentlich die ganze große Kunst. Güll fahren, das ist ja eigentlich eine ganz einfache Arbeit. Gehört eigentlich nicht viel dazu. Du musst halt bloß wissen, wie die Maschinen reagieren und wie das alles aufgebaut ist. Die ganzen technischen Sachen und wie man sie am besten bedienen tut. So, jetzt sind wir da am Vorgewende angekommen. Jetzt müssen wir dann nochmal wenden. So, dazu nehmen wir jetzt nochmal den Tempomat raus, übernehmen es mit dem Fußpedal und schalte die Zapfwelle aus. Hebt es auch an. Die Lenkachse müssen wir natürlich aufmachen, dass es nicht so auch am Boden radieren wird und die ganzen Pflanzen ausreißen wird. Ich habe jetzt schon eine Spur gefahren und jetzt müssen wir da in die nächste Spur rein. So, nehmen wir wieder automatisches Lenken. Na, jetzt
das gleich ein bisschen. Ja, jetzt geht wieder das GPS nicht. Müssen wir halt mit der Hand fahren. Wie alles von vorher auch. Ablassen, Schieber auf, Zapfwelle ein, Drehzahl geben, Tempomat 1 und jetzt geht's los. So, jetzt hat er wieder selber die Linken übernommen. Jetzt geht's wieder weiter. Jetzt müssen wir die Lenkachse spannen, weil jetzt wird sie das Wasser wegen. Und dann geht's wieder so weiter, bis das Wasser leer ist. Jetzt ist das fast leer. Jetzt hat es aber nicht ganz gelangt. Aber das ist nicht so schlimm, da fahren wir einfach ein 2-2 Gewinde. Und dann passt das. Jetzt hat die Lenkung wieder ausgeschalten. Einklappen. Jetzt fahren wir wieder an. Allrad ausmachen, Lenkachse auf.
Der Bulldog wird jetzt normalerweise eigentlich 60 km/h laufen. Aber wenn ihr seht, sind jetzt lauter schmale Straßen, da wo man sowieso keine 60 fahren kann. Und deswegen läuft der auch, ist der auch bloß auf 40 gedrosselt. Da man sonst einen viel höheren Reifenverschleiß hätte und das ganze Anfahren und Abbremsen. Und man reißt eigentlich auch nicht viel raus, indem dass man jetzt 20 km/h schneller fährt. So, jetzt sind wir da. Müssen wir den Dom aufmachen. Gut. So, jetzt können wir voll machen.
Ich habe jetzt umschalten müssen von Rühren auf Fassbüffeln. Dazu muss ich jetzt die zwei Schiebe auf und zu machen. Und dann kann es losgehen.